Jetzt können wir hier runter. Fühlst du, wie der schwarze Augapfel erbebt? Ja, das fühle ich gerne. Aber im Augenblick muss ich mich erst um ein anderes Problem kümmern. Nämlich den Dicken hier. Wow, der kann nämlich zaubern. Und das nicht so unschön. Wow. Au. Komm, Schildschlag. Danke. So. Nein, nicht mit der Helebarde. Mit der Helebarde ist doch blöd. Schlag mit dem Schild zu. Komm. Komm, komm. Genau. Wow. Aua. Ah, dich kriege ich aber allerdings noch. Genau so nämlich. So. Nummer 2 ist weg. Dann können wir also hier drüben den Mechanismus betätigen, der die Türen öffnet. Gut. Und hätten hier den Weg zurück. Den will ich allerdings noch nicht gehen. Ich will erst einmal wieder den Falkenring anlegen. Denn jetzt machen wir das auf die altmodische Art. Munition haben wir genug, Bogen ist repariert. So, wir benutzen den schwarzen Augapfel. Invasion in die Welt des Mörders der Feuerhüterin versuchen. Ja. Sucht nach Welt der, Schuldigen. Invasion der Welt des Schuldigen als Rachegeist. Ja, so sieht es normalerweise aus, wenn man als Rachegeist invasiert. Und wir sind schön blau. Invasion der Welt des Schuldigen, Ritter Lordwick. Also Goldies, Goldies Welt. Und man sieht schon, er hat zwei Freunde dabei. Einen Magier und einen Krieger. Und die wollen wir beide erstmal loswerden. Ja, und die beste Methode dafür ist es, am Anfang stehen zu bleiben und den Bogen zu benutzen. Und am besten nicht in ihren Kopf zu schießen, weil sie dann immer weiter zurückweichen und wir weniger Schaden bei ihnen machen. Ja, wir sehen cool aus, wenn wir grün, wenn wir blau leuchten. So. Die bessere Methode ist natürlich nicht, sie einfach so wegzusnipern, sondern es mit Giftpfeilen zu machen. So. Und weg mit dir. Wir können natürlich auch Goldie mal einen Kopfschuss verpassen. Etwas höher zielen dafür. Okay, müssten wir noch höher zielen. Aber erstmal kümmern wir uns um seinen Kumpanen da drüben. Wir haben nämlich ein Handicap in der Welt des Schuldigen. Wir können nicht keine Zauber benutzen, beziehungsweise wir können, nee, Zauber können wir schon benutzen. Wir können aber den Flakon nicht benutzen. So. Der hält etwas mehr aus. Aber sein Leben geht auch richtig schön runter. Deswegen will ich hier jetzt auf Nummer sicher gehen, weil sonst sterbe ich wahrscheinlich, wenn ich mich mit allen dreien auf einmal anlege. Sondern ich schieße einfach erstmal seine beiden Kumpanen weg. So. Klappt ganz gut. Jetzt nimmt er weniger Schaden, weil er weiter weg steht. Aber wir haben ja zum Glück den Falkenring an. Der erhöht die Waffenreichweite. So. Und ja, normalerweise ist das hier nur ein Beispiel fürs PvP. Man kann nämlich einem Eid beitreten. Bleibst du da? Eid beitreten, indem man andere Spieler, die schuldig sind, invasieren kann. So, die geben beide übrigens auch gar keine Seelen. Also ist das gar nicht mal so unfair, dass wir die wegsnipern. So, nur Goldie ist wichtig. Also Lautrek.
So. Wieder zum Schild wechseln und den Hartstahlring anlegen. Jetzt legen wir uns mit Koldi an. So, er hat ein bisschen was gepappelt, währenddessen war ich ruhig. Also er hat uns eigentlich hauptsächlich verpönt. So, schlag ruhig zu. Ach, einen Treffer gönnen wir uns mal. Wie gesagt, der Flakor funktioniert hier nicht. Und Goldie leuchtet komisch, aber das hilft ihm auch nicht weiter. Ziel zerstört. Wir kriegen ein paar Seelen, nicht viele. Und ein Andenken der Vergeltung. Schuld hat ihren Preis. Rückkehr mit Andenken der Vergeltung. Ja, Moralapostel. Sehr gut. Feuerhüterseele, Schutzring der Gunst und Menschlichkeit. Das ist übrigens eine besondere Feuerhüterseele. Die zeige ich euch mal gleich. Die dürfen wir nämlich nicht ausgeben. Seele der Aschenmaid, der Feuerhüterin des Feuerbandschreins. Feuerhüterseelen ziehen Menschlichkeit an, um in ihrem Inneren unter einer... Und in ihrem Inneren unter einer dünnen Hautschicht wimmelt es nur so von Menschlichkeit. Wurde die Aschenmaid ob einer Missetat oder auf ihrem eigenen Wunsch in dieses finstere Verlies gesperrt? Ja, das können wir nicht genau bezeugen. Wir können Sentinels nur in den Rücken schießen. Wow, komm ruhig her. Ich habe deine royalen Freunde besiegt. Da habe ich doch keine Angst vor dir. Nein, habe ich nicht. So. Stirb einfach mal. Nicht weglaufen. Das hat ihm keinen Schaden gemacht. Das hat ihm aber Schaden gemacht. So, jetzt schlag nochmal zu und wir töten dich. So. Und hätten jetzt genug Seelen, um uns schon mal vier Funkeltitanit zu kaufen. Drei Funkeltitanit zu kaufen. Au. Das passiert, wenn wir den Schildschlag abbekommen. So, weg mit dir. Und wir wollen jetzt wieder zurück zu unserem Startleuchtfeuer. Weil von da aus ist es ab jetzt der kürzeste Weg. Dumm, die dumm, die dumm. Und von da aus wollen wir noch weiter zurück, nämlich nach Zens Festung. Denn da hinten hat man gesehen, ist eine Ich wusste, ich habe was vergessen. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt darauf besitzen lassen. Deswegen hole ich das jetzt noch. So. Hoch, hoch, hoch. Dumm, wie dumm, wie dumm. Weiter hoch. Denn wir müssen ja nochmal hier hoch. Ich habe nämlich was übersehen. Was ich ehrlich gesagt auch noch gerne zur Vollständigkeit halber einsacken möchte. So, vor lauter Sentinels und schwarzem Auge und so weiter habe ich es vergessen. Einen Schluck trinken mal kurz, dass wir volles Leben haben. Sicher ist sicher. Weil hier ist ja noch ein Loch im Glas, das übrigens wahrscheinlich nicht von Tarkus stammt. So, hier können wir nämlich auf dieser Seite die Treppen runter. So. Oder halt den Sims. Und kommen hier oben hin. So, genau.
Und hier können wir den Drachentöter Großbogen einsacken, inklusive einem Pfeil. Gucken wir uns mal kurz die Drachentöter-Pfeile an. Riesige Pfeile für die Drachenjagd. Die eisernen Speeren ähneln. Das sind eiserne Speere. Adlerauge Goff und seine Drachentöter verwenden sie. Sie gehen ganz leicht durch Menschenfleisch. Drachentöter-Pfeile können nur mit dem Drachentöter-Großbogen verwendet werden, den wir ja jetzt gefunden haben. Der Bogen der Drachentöter unter der Führung von Adlerauge Goff, das ist ein Schreibfehler hier, einer der vier Ritter Gwyns. Wegen seiner ungewöhnlichen Größe muss dieser Bogen zum Abfeuern im Boden verankert werden. Kann nur mit speziellen Großpfeilen benutzt werden. Also ja, übelster Bogen. Autsch, einmal runter bitte. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall mal geholt haben, auch wenn wir ihn nie benutzen werden, weil das Ding ist richtig imbar, also riesengroß und so. Und man hat ja gesehen, wie uns die Speerpfeile von dem Ding regelrecht aufgespießt haben. Gut, wir haben unser Ritterschild, was mich sehr freut. Das hat mir nämlich einiges an Farmen erspart. Und wir haben Anor Londo fast abgeschlossen. Abgesehen jetzt natürlich vom Bosskampf, der hinter dem Nebelwand gelauert hätte. Aber nein, dem müssen wir noch etwas aufschieben, weil wir haben noch etwas anderes zu tun. Nämlich neue Vorbereitungen für den weiteren Weg. In diesem Sinne mache ich mich jetzt erstmal wieder zurück auf den Rückweg zu unserem alten Leuchtfeuer. So, dazu müssen wir hier erstmal den Fahrstuhl nehmen und alles. Gut. Und hier wieder hochfahren. So. Genießen wir nochmal die Schönheit von Anor Londo, vor allem den Sonnenschein. Denn jetzt dauert es wieder eine Weile, bis wir wieder hierher zurückkehren werden. Ich räume mich erstmal hier ab. Raste kurz, guck, ob sie was Neues zu sagen hat. Hm. You've survived. Impressive. If you require rest, now is the time. That is, after all. Ja, das kennen wir. Gut. Sie hat uns erstmal nichts Neues zu sagen, außer dass sie überrascht ist, dass wir noch am Leben sind. Aber das müssen wir als Chosen Undeath ja auch sein, als Auserwählter Untoter. Doch bevor wir uns da zum Boss aufmachen hier in Anor Londo, machen wir erst einmal einen Abstecher. Denn wir sind jetzt für andere Sachen bereit. Und wir sind bereit, noch, wir müssen uns noch für etwas vorbereiten, so wollte ich sagen. Ja, ich bin schon mit den Gedanken ein bisschen weiter. Okay, reden wir mit ihm hier, denn er bringt uns zurück nach unten. Genau, das ist kein Einweg zum Glück. Wir sind wieder in Sens Festung. So, und hier will ich erstmal mit den Seelen, die ich jetzt habe. Also erstmal will ich eine Etage tiefer. Erstmal will ich dich ausschalten. Komm. Du bist ein One-Hit-Kill. Und das ist eine kleine Scherbe für mich. Danke. Ja, der Boulder-Giant ist auch immer noch dort. Ach, ich würde hier am liebsten irgendwie abkürzen. Da müsste ich einfach eigentlich nur darüber springen, aber... Nö, hier kürze ich nicht ab. Lieber hier dann beim Benarike-Ritter.
Den töte ich nämlich immer wieder gerne nochmal.